recht herzlich willkommen, ihr Lieben, zum etwas anderen Video unseres Senders, die fünfte Herzkammer, der wahre Offenbarung deutscher Geschichte. Heute sind wir wieder ohne Ziel losgefahren und wo es uns heute hin verschlagen hat, seht ihr gleich im Video. Ich kann euch jetzt mal sagen, es war der crazyste Ort, den ich je gesehen habe und ich hoffe, dass ihr uns helfen könnt, aufzulösen, was wir da alles gesehen haben, weil, wie gesagt, wir haben schon viel gesehen, wir sind viel rumgereist, aber das, was uns hier erwartet, haben wir noch nie gesehen. Also, viel Spaß auf der Erkundung. Ihr Lieben, ich bin sowas von platt. Mitten im Nirgendwo gibt es nicht mal einen Weg. Da hinten ist eine Straße, aber es gibt keinen Weg dahin. Das ist, was wir gefunden haben. Und hier sind überall so künstliche Hügel. Da hinten auch. Das ist echt der Hit. Kein Weg dahin. Seht ihr? Kein Weg. Ist das genial. Das nenne ich mal Lost Place. Schaut mal. Was ist das? Wow. Wow. Hier ist hier noch ein Eingang mit. Das ist auch so ein belassenes Haus. Das sieht nach einem alten Stromhaus aus. Auch das hier. Ah, da ist der Eingang. Hier alles verteilt. Hammer. Sowas liebe ich ja. Einfach drauf losfahren und dann findest du sowas. Und dann geht es nicht weiter. Schaut, dass ich meinen Metalldetektor nicht dabei habe. Sieht trotzdem so alt aus. Ich habe noch keine Burg gesehen, wo Eisen verarbeitet wurde. Tja, hier ist nichts mehr. Echte Herre, hier geht es nämlich hoch. Vielleicht habt ihr eine Idee, was das gewesen sein könnte hier. Kommt man gar nicht rein. Jetzt alles zu. Nee. Wollen wir neben dran gehen? Also ich habe schon viel gesehen, aber sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist echt trinken. Und dann hier die ganzen Hügel drumherum. Hier, total künstlich. Und da hinten sind total mit Steinen bedeckt. So wie hier. Da jetzt nicht so, aber da hinten. Echt crazy. Oh Mann, ich bin so gespannt, wenn das alles rauskommt. Für was das mal war, wie das gebaut wurde. Seht ihr alle Steine hier? Da. Das ist dann wieder sowas. Du stehst dann da, hast keine Erinnerung daran, kein Wissen darüber. Ja, du stehst wortwörtlich da wie die Axt im Wald. Ja. Das ist heftig, das Ding. Da, das ist alles Stromhaus. Da ist immer noch ein neues Schild unten. Sieht man jetzt von hier nicht doch, so ein bisschen hell sieht man es. Aber das hier, sowas habe ich noch nie gesehen. Du kommst auch nirgendwo oben hin. Ich bin mal von vorne. So, jetzt sind wir vorne. Oder hier gibt es auch keinen Eingang. Da oben. Kein Eingang. Ja, was war das? Das ist ein Speicher, was für was? Für was? Sind wir irgendwie von oben reingeschüttet? Jemand in der Nähe und weiß das. Ansonsten werden wir uns dann nochmal über Dr. Google schlau machen, ihr Lieben. Oh, hier haben wir noch was. Diese, wie nennt man das? Geocaching? Da ist was versteckt. Wir haben einen Schatz gefunden. Das ist ein Geocaching.
Oh, ein Lochbuch. Schaut. Bitte nicht entfernen. Wow. Und was ist da hinten noch? Leere. Ja, ja. Fast wie Indiana Jones, aber nur fast. Das ist auch gigantisch hier, diese Baumwurzeln. Schaut mal. Hier. Hammer. Schöner alter Baum. Im Vergleich. Hammer. Hammer. So auch. So, da hinten ist die, ja, was immer auch das war. Hier ist wieder so ein flüssiger Wall, aber hier ist komplett mit Steinen bedeckt. Komplett mit Steinen bedeckt. Hammer. Da ist noch einer. Ist auf jeden Fall kein Höhengrab. Ist nicht so hoch. Echter Hit. Es wird immer besser. Wir waren hier am Ortsausgang, haben wir wieder gedreht, weil hier ist ein Lost Place. Aber nicht nur das. Hier, diese Mauern hier. Mitten im Wald. Oder besser gesagt am Waldrand. Aber hier. Hammer. Hier, diese Wände. Boah. Hier. Die ganze Treppe liegt hier. Da, da ist noch mehr. Da, Ziegelwand. Heftig. Okay, hier ist so dunkel. Alter Öltank, einfach so hier draußen. Weil der ist schon ein Stück weg vom Haus. Ein einziges Haus, was es hier gibt. Da wird natürlich alles. Ja, ja. Das ist noch nicht so alt, das sieht man da. Den Bürostein. Das außen. Einfach hier ein Haus mitten im Nichts. Und 87, ja bekannt. Strom war auch hier, das ist gut, ja. Aha, da ist der Eingang. Ja. Nee, hier war ein Öltank. Alte Farbdosen. So eine Art Hinterschuppen. Hier ist ein Gitter davor, als wenn das was bringt. Hier gibt es nicht viel zu sehen, es war auch nicht sehr groß. Nicht sehr groß. Aber es wird noch spannender, weil ich habe nicht gesehen. Oh, hier wachsen sogar Tulpen. Mal zurück, weil da oben geht es noch weiter. Also wir gehen jetzt mal vom Haus aus hoch, wenn man sieht, wie hoch geht diese Gemäuer gehen hier. Da unten haben sie sich gemütlich gemacht. Eisentür. Bitte. Gehen wir noch ein Stück weiter. Und diese Mauer. Hier. Das hat alles keinen Sinn hier. Ah, bis hierhin geht es. Hier. Da hört sie auf, da hinten. Ich
einliegen überall. Dann geht es immer höher. Das ist jetzt hinterm Haus. Das ist hier die Wand. Die wurde schön geschmückt hier. Hier seht ihr auch schön, wie der Baum rauswächst. Da auch. Das hinten dran. Hier ist der Eingang. Herrlich hier mit Tür. Efeutür. Und hier ist eine große Fläche, da ist nichts. Dann geht es hier wieder ganz steil hoch und auch wieder alles voller Steine. Da. Das ist nie und nimmer natürlich. Hier. Gehen wir mal ein Stück hoch. Hier. Wow. Das ist ganz oben. Ich habe viel gesehen. Oh, das sieht ja noch schön aus. Ich habe schon viel gesehen, aber das ist im Abstand der crazyste Ort. Das sind immer wieder sowas, kannst du dir nicht erklären. Irgendwann werden wir es wissen. Boah, heftig. Guck mal her. Alles Stein. Ich weiß nicht, ob man das hier so sieht. Mega. Echt mega. Bis hier hin, davon hört es auf. Wir jetzt hier wieder runter gehen. Moment. Ist hier noch sowas? Hier. Auch wieder ohne Sinn. Hier. Ohne Sinn. Da oben ist nichts mehr. Gut, hier hat man gekugelt. Aber. Und den Eingang. Ja. Weil es auch ziemlich niedrig. Ja, sehr niedrig. Das sieht man jetzt hier. So. So. So, das ist jetzt ungefähr Brusthöhe. Ja. Daneben ist dann wieder Steinwand. Weil wenn das da integriert wurde, diese Art Beton. Ja, das ist alles so, ja, zwischen 30er und 40er gebaut worden. Eher früher, ein Stück früher. Aber diese Wand hier, die muss doch älter sein. So wurde nicht gebaut, ja. So wurde nicht gebaut im 19. Jahrhundert, 20. sorry. Weil hier ist dann wieder Beton, also hier sind die Steine. Da ist wieder Beton, hier, wie eine Art Eingang. So, hier, da hört es dann auf, nee, da geht es noch weiter, ja. Stabiler Stahl, da ist ein alter Haken dran, hier, da ist dann wieder neue Mauer, neuere Mauer, besser gesagt, so, hier steht einfach noch so ein Rundstück, da sind wieder Steine. Hier fehlt es dann komplett. Und, auch sehr interessant hier, ja, zugewachsen hier. Hier ist auch ganz viel Beton im Boden. Und dann plötzlich hier ist wieder ein Stück Mauer. Auch wieder mit schweren Stahlträgern. Hier. Gibt alles keinen Sinn. Wir waren ja gerade noch hier an der kleinen Mauer. Und wenn ihr jetzt hier rumgeht, so, hier liegen wieder riesengroße Teile rum. Ja. Zeig mal. Nee, das ist ganz fest. Ja. Steine. Nee, alles voll Zähne. Echt heftig. Es wird immer skurriler. Jetzt geht man hier noch weiter hoch und da wartet die nächste Mauer.
Nee, Leute, das habe ich noch nie gesehen. Hier geht es auch wirklich ziemlich steil hoch. Hier. Da auch. Also. Ich suche nach Erklärungen, ihr Lieben. Also wenn man hier auf das Schild schaut, dann soll das wohl ein Vulkanradweg sein. Also Vulkangebiet Vogelsberg. Aber ich weiß nicht, ob Vulkangestein so aussieht. Ja, ich habe das anders in Erinnerung, wenn ich so Magma sehe. Oh, hier ist der Kinderriegel. Aber hier gibt es noch was Schönes hier. Wie so wirklich in fast allen Dörfern. Hier ist es aber am Ortsrand, um die Stadt rum. Hier. Herrlich. Ja. Das ist doch schön für die Kinder. Und was viele auch bestimmt kennen, sind diese Türme, angeblich ja Stromtürme. Die nehme ich immer so ein bisschen an die Häuser vom Limes. Ist ja auch ihr Limesheimgebiet, nenne ich es mal. Aber wir wissen es noch nicht. Wir wissen es noch nicht. So, ihr Lieben, mit den Worten verabschieden wir uns hier aus dem... Oh, da ist auch noch alte Mauer, seht ihr? Da. Einfach hier dazu gewachsen. Ja, mit den Worten verabschieden wir uns aus dem skurrilen Ortenberg. Aber ich kann kurz noch mal rüberschwenken, damit man das sieht, die Größe. Da waren wir eben. Also das war das, ja. Hier, so hoch ist das. Ja, also ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.